Hallo Airbrush-Interessierte, in wenigen Tagen ist es wieder soweit. Airbrush Step by Step Ausgabe 86 erscheint am 27. Juli. Diesmal mit diesem Waldkauz auf dem Titel, der natürlich auch wieder zum Nachmachen im Heft dabei ist. Es gibt das große Kompressoren 1x1 Spezial. Und wir haben natürlich eine ganze Menge News in diesem Heft wieder. Unterschiedlichste Geräte, Tools, Farben. Bücher und natürlich etwas in eigener Sache und aus der Szene mit der Community, hier zum Beispiel Fantasy World of Airbrush in Kürze. Dann haben wir hier ein Schwarz-Weiß-Porträt von Ralf Thorsten Kolmer, sehr detailliert beschrieben, damit man halt genau weiß, wenn man in dieser Art und Weise etwas halt nachmachen möchte. Dann haben wir hier was ganz Außergewöhnliches von dem New Yorker Alexei Ivanov. Der hat hier eine 3D-Torte gestaltet mit Airbrush. Und zwar diese im Van Gogh-Style arrangierte Vase mit Sonnenblumen. Auch hier mal was ganz Außergewöhnliches on Detail, wie das Ganze gemacht worden ist. Dann haben wir hier den Cover-Artikel von David Nunes. Auch hier sehr schön zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Diesmal hier in Grisail-Technik. Also wer das noch nicht gemacht hat, hat hier nochmal die Möglichkeit, das Ganze auszuprobieren. Vor allem hier erstmal in Graustufen das Ganze aufgebaut und dann kamen dann dementsprechend die Farben dazu mit dieser wahnsinnigen Leuchtkraft, mit dieser Lichtreflexion hier an der Seite. Also das ist ziemlich cool zum Nachmachen, alles detailliert erklärt. Dann gibt es was für den Strand, ja, hier einmal ein Bodypainting Step by Step. Hier geht es darum, um Vorzeichnung, Abkleben, Farbverläufe, Strukturgebung, Illustration, um halt das Ganze perfekt für den Strand zu gestalten. Dann natürlich hier einmal, wie angekündigt, das große Kompressoren 1x1. Kurz Erklärung, was gibt es für Kompressoren? Wo sind da die Unterschiede? Wo sind da die Vor- und Nachteile? Hier gibt es einige Beispiele in der Übersicht. Dann in Betriebnahme von einem regulären Kolbenkompressor, in Betriebnahme von einem Ölkolbenkompressor. Dann halt auch die wichtigsten Anschlüsse und Zubehör. Dann haben wir ein Interview mit einem Kompressorenhersteller aus Taiwan. Dann freut mich ganz besonders hier dieser Artikel von Dietard Riedel. Da geht es halt um Airbrush in der Kunst, die Spray-Moderne. Hier wird halt erläutert, um es einfach auszudrücken, wie halt die Erfindung des Airbrush-Gerätes in der Kunstszene halt verarbeitet worden ist. Und hier startet das Ganze zum Beispiel von 1917 mit Man Ray. Und hier werden halt die Künstler aufgeführt, erforscht, die sich mit Airbrush schon in früher Zeit beschäftigt haben. Und das ist halt super interessant. Das ist halt der erste Artikel aus unserer Dreier-Serie. Und dann gibt es natürlich nach wie vor halt noch die spannende Lesergalerie mit vielen tollen Motiven und weitere Informationen. Das Ganze Airbrush Step by Step Ausgabe 86 jetzt am Kiosk bzw. am 27. oder bei uns im Onlineshop www.newart-shop.de vorbestellen.